Patient Auge. Alterssichtig, wenn man die Buchstaben nicht mehr sieht. Wie der grüne Star, der graue Star und Netzhautprobleme behandelt werden. Wie man umgeht mit abnehmender Sehkraft. Und welche Schwerpunkte die Forschung setzt. Gesunde Augen. Für die meisten jungen Menschen sind sie selbstverständlich. Da zum Sehen und zum Gesehenwerden. Für mich ist das Auge ein Fenster zur Welt, durch das wir empfangen, was uns die Welt an Schönem und weniger Schönem sendet. Für den Arzt ist es auch ein Fenster zum Hirn, eigentlich der direkteste Zugang zum Hirn. Man kann lernen, wie es arbeitet. Das Auge ist präzise und schön, einfach wunderbar. In der Mitte des Lebens aber kann es vorkommen, dass man die Texte nicht mehr klar sieht. Man muss die Schärfe suchen. Das Lesen wird zunehmend anstrengender. Man muss sich die Linse ja wie ein Objektiv vorstellen. Und wir wissen von der Fotokamera, dass immer nur eine Ebene scharf ist. Und deshalb drehen wir an der Fotokamera am Objektiv. Und das Gleiche, was Ähnliches macht im Auge, der Muskel, der Ziliarmuskel, der die Linse verändert, und so kann die Linse sich auf verschiedene Entfernungen scharf stellen. Und diese Fähigkeit verlieren wir im Alter, weil die Linse härter wird. Der Optiker stellt Alterssichtigkeit fest. Alle werden alterssichtig. Das kann schon mit 40 Jahren beginnen. Mit beiden Augen einfach mal auf diesen dunklen gelben Nebel schauen. Seit Pubertät bin ich kurzsichtig und musste bereits damals eine Brille tragen. Also mein ganzes Leben habe ich Brillen getragen. Und dann mit so 45, 50 merkte ich plötzlich, dass ich mit der Brille nicht mehr gut lesen konnte. Seither muss sie sich alle paar Jahre eine neue Brille anpassen lassen.